So, hallo und herzlich willkommen. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon mein 30. Versuch, endlich einmal irgendwo zu spielen zu können auf einem Server. Heute sind wir unterwegs auf Oman, wie man sieht, und ich habe rechts oben eingeblendet jetzt einen Waffenwunsch aus der YouTube-Community von euch praktisch. Und zwar, wie gesagt, rechts oben eingeblendet, die AK-971 mit Viper-Magazinen, Predator-Lauf und taktischer Schaft wurde gewünscht. Und ich war dann so frei und habe mir gedacht, warum denn nicht einmal den Red Dot? Das YOLO-Visier habe ich sowieso jedes Mal oben. Probieren wir es heute einmal mit dem Red Dot einfach aus. Und schauen wir, was wir da so weiterbringen können. I'm very good, ja, das ist natürlich wieder die Russen, Russian Soldier, das ist natürlich wieder Ola, geilster Charakter. Und wir werden sehen, was wir da heute schaffen können. Ich will da ja nicht spawnkillen oder irgendwas machen. Aber andererseits will ich auch nicht unbedingt drauf gehen jetzt da. Ich werde mich da trotzdem wieder runterschmeißen jetzt, weil ich nicht unfair bin. Und ja, wir werden sehen, was wir da heute schaffen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schauen wir mal, dass wir den geilen, dass wir trotzdem irgendwie den geilen Boss noch einnehmen können da. So. Aha, wer ballert da? Da haben wir wieder in dem Haus drinnen da. Die geilsten Schweine da hast. Zwei Leben ist nicht. Oh, natürlich, EBR. Gut. War ein Traumbeginn, wie gesagt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu sagen. Das ist ein Red Dot, habe ich wie gesagt auf der AK drauf, weil mit Dr. Red Dot spiele ich relativ selten. Alter, bleibst du stehen, hast du Wichser. So. Hallo? Ja, genau, YOLO, Alter. Genau. Vor der YOLO, sage ich nur. Steigt er da in den scheiß Panzer ein da und verkackt, er hat mich, du hast. Genau, das kannst du mit dem anderen machen. So, Dankeschön. Das hat sich somit erledigt. Jetzt schauen wir, dass wir da weiterkommen, bevor ich da noch mehr ablos. Aha, der gehört eh zu mir. Jo, wenn ihr Waffenwünsche habt, ich habe den L96, L69, was auch immer Wunsch nicht vergessen natürlich. Nur habe ich mal gedacht, zwischendurch einmal Assault zu spielen, wäre natürlich ganz nice. Deswegen spielen wir heute eben Assault. Wer ballert da mit dem geilen Heli da herum? Treffe ich eh nichts da mit dem Scheißteil. Ja, fahr mich nieder, du geile Sau hast. So, wie gesagt, vorher Assault habe ich mal gedacht, schadet nicht, wenn wir zwischendurch mal was anderes auch dabei haben, nicht immer nur den Sniper. Und deswegen werde ich, kommt der L96 Wunsch schon beim nächsten Mal, beziehungsweise übernächsten Mal dann, je nachdem, wie es mich freut. Aber ich habe natürlich nicht drauf vergessen. Auch die anderen Wünsche, die mir gerade auf die Schnelle nicht einfallen, habe ich natürlich auch nicht vergessen. Wird alles noch gemacht, beziehungsweise eingeholt. Wenn ihr Waffenwünsche habt, schreibt es in die Kommentare in YouTube unter das Video oder unter irgendein Video. Am besten unter das aktuelle, weil ich es da dann eher noch am schnellsten sehe. Oh geil, da drinnen ist natürlich wieder die Dingsvereinigung da. Die Campervereinigung, so wie es aussieht. Oder auch nicht mehr. Na, ich mit meinem Ziel hast, das ist wieder ein Traum. Gut, wir sind beim A-Posten angelangt, so wie es ausschaut. Das heißt, wir können da jetzt einmal etwas ballern. Vorausgesetzt, ich hab bekommen. Ja, Alter, was mache ich denn erst? Das war wieder genialstens von mir jetzt. Jo, Oman habe ich mal gedacht, weil Oman spiele ich eigentlich nie. Lol. Oman spiele ich nie. So, was bist du für ein Vollprofi da? Oman spiele ich nie, deswegen habe ich mir heute gedacht. Aha, da haben sie uns den Busten weggenommen, so wie es ausschaut. Also wollten sie zumindest. Und deswegen habe ich mir heute. Da stehe ich natürlich wieder sehr genial. Oh, geil. Alter, nein! Himmel, Herrgott, hast du. Fuck you, hast. Das hätte ich mal sparen können, eigentlich. Naja, was soll's. Peinlichkeitsfehler darf sich jeder einmal erlauben. Oh, natürlich. So, dafür stirbt ihr jetzt. Gut, wie gesagt, solche. Was? Stirbst du? Dankeschön. So, so wie es ausschaut. Aha. Das weiß ich jetzt nicht, was da los ist. So, den haben wir auf jeden Fall erledigt. Schauen wir, dass wir da wegkommen irgendwie. Dankeschön. Den haben wir auch noch erwischt, wunderschön. Oh geil. Jetzt geht's los im Stiegenhaus. So, den Posten haben wir auf jeden Fall. Oh, grüß Gott. So. Den haben wir auch erledigt, das passt. Wenigstens mit Rache für alle. Gut.
Das heißt, wir können. Ah, der Munition habe ich natürlich schon wieder keine mehr. Das wäre allergeistens da. Da hinten ist so ein cooler Typ da. Und eins muss ich schon sagen, also. Ich finde jetzt im Moment gerade, muss ich sagen, die AEK mit dem Red Dot fast besser als wie. Oh, geil, da. Jawohl, genau. Alter, was denn heißt? Ich finde die AEK mit dem Red Dot fast besser als mit dem Holo-Visier, kommt mir vor. Ich weiß nicht inwiefern, ob die Visiere irgendwie eine Auswirkung auf Resol oder sowas haben, weiß ich nicht. Okay, Alter, warte denn erst. 50.000 Panzerfahrzeuge da rund um die Dings herum, da heißt, das ist aber nicht mehr lustig jetzt. So. Normalerweise würde ich ja sagen, in einer Tankstelle da bei einem Panzer da zu kämpfen, ist vielleicht nicht die gesündeste Lösung. Aber nachdem das Spiel ja nicht ganz so. Das Spiel ist nicht ganz. Hallo? Stirbst du? Hä? The fuck. Okay. Wo auch immer mich da jetzt abgeballert hat, ich weiß es nicht. Es war wahrscheinlich wieder dieser coole Geil. Ich liebe diese Typen mit MG36 Level 6. Das sind meine absoluten Lieblingstypen. Aber gut, die erste Runde haben wir zumindest positiv überstanden. Wenn ihr Waffenwünsche habt, habe ich eh schon gesagt, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr Wünsche habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich werde natürlich auch gerne einlösen, was ich wie gesagt nicht unbedingt gerne spiele. Hot Girl 98, das ist natürlich wieder, ja, da will ich jetzt einmal nichts dazu sagen. Was ich gerade sagen wollte ist, was ich nicht unbedingt gern spiele, sind die Pionierwaffen generell jetzt einmal. Und die Dreischusswaffen sowie M16 und so weiter, wie die meisten Leute von euch wissen, beziehungsweise M5K, mag ich nicht unbedingt. Also das sind nicht meine Lieblingswaffen, die eigentlich mag ich sie gar nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Weiß nicht wieso, ich kann mit denen einfach nicht spielen. Am ersten, wie gesagt, noch die AN94 habe ich eh auch schon einmal erwähnt in einem Video. Für alle jene, die vielleicht neu dabei sind oder keine Ahnung was ist. Am liebsten spiele ich Medic und Assault, für diejenigen, die es nicht wissen. Oman ist natürlich auch nicht meine Lieblingsmap. Wollte ich einmal so zwischendurch sagen. Aber ich habe mir gedacht, dass ich nicht immer das gleiche spiele, weil immer Kackrand oder Mastu oder Shaki ist natürlich auf die Zeit gesehen auch etwas langweilig. Deswegen, wie gesagt. Genau, du bringst mich um, sicher. Gut, Oman auf die Dauer gesehen ist natürlich jetzt auch nicht so lustig. Ah ja, sowieso. Ah, ich verstehe die Typen. Oh. Ich finde die Typen so geil, die dann da herfahren mit ihren Fahrzeugen und dann steigen sie da in irgendeinen geilen Panzer ein. Und meinen dann, sie müssen da alle niederballern. Das. Ja, natürlich. Jetzt sind sie zu zweit natürlich auch noch. Das ist natürlich noch schöner. So, wurscht. Da kacken wir jetzt drauf. Ich werde weitergehen Richtung vorne. Und schauen wir, was wir dort zu erreichen. Wenn ihr irgendwelche anderen Fragen zum. Oh. Ja. Genau. Alter, ja, YOLO, Alter, ich liebe euch. So, jetzt komme ich da wieder nicht weg von diesem scheiß Ort, da wird da irgendein geiles Panzerviech da wieder meins. Muss da in dem Gas campen da. Mag ich normalerweise nichts aus, aber den werde ich mir jetzt schnappen, den Wichsbär. Das sage ich da. Wenn ich jetzt den Sniper. Oh, jetzt fahrt er weg auch noch. Das ist ja der allergeilste Sack. So, da scheint keiner zu sein. Deswegen werde ich jetzt einfach mal da etwas nach vorne moven. Aha, in unserer Basis sind natürlich Typen, sehe ich gerade. Dank dem Satzcan. Jetzt werden wir schauen, ob wir den Panzer da vielleicht irgendwie aufhalten können. Beziehungsweise, weiß ich nicht, wo der Typ jetzt hinfährt da. Schmeißen wir ihm da mal so einen Drum drauf. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. Weil drei Viertel davon der Umgebung verseucht sind mit irgendwelchen Panzerfahrzeugen. Und ich das eigentlich nicht so geil finde, werde ich jetzt einfach einmal darüber laufen und hoffen, dass mich keiner abschießt. Aha, da hinten ist aber wer. Den werde ich mal jetzt schnappen, wenn ich ihn erwische. Genau, perfekt. Medic Killer. Wunderschön. Dann werden wir auch einfach jetzt zu C laufen. Das tue ich zwar. Ach, YOLO, Alter. YOLO, ich liebe dich. So, Ekinova. Aha, M14 EBR habe ich ja, glaube ich, einmal gespielt. Dann habe ich bei meinem eigenen Account auch die Waffen, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. So, was haben wir da? Achso, der ist tot. Okay. Gut. Alter, ja genau. Du bringst mich sicher um mit deiner geilen G3A4. So. Nein! Gott im Himmel, Herr Stent. Ich liebe dich. Gut. 4 zu 2. Ja, okay. Das liebe ich natürlich wieder überhaupt, wenn mich die Typen so überraschen da. Und leider habe ich. Oh,
Flugzeugträger. Na wunderbar, die Teams sind natürlich wieder perfekt. Ich liebe ja Oman deswegen so wegen diesen scheiß Flugzeugträger da. Weil man dann jedes Mal mit diesem verschissenen Boot da rüberfahren muss. Das taugt mir gar nicht an dieser Map. Noch dazu sind dann die Typen da so geil und campen dann am Strand da herum. Das habe ich zwar auch schon einmal gemacht, muss ich zugeben, aber deswegen spiele ich ja selber Oman auch nicht, weil mich das eigentlich nicht interessiert, da irgendwo zu campen da und darauf warten, dass die Gegner kommen. Das ist nicht Sinn des Spieles. Und deswegen mag ich die Map auch nicht. Was? Skype? Was? Auf Skype kriegt ihr kriegt VIP und vielleicht auch Mod. Na geil. Das sind natürlich die allercoolsten Server-Admins da, die was da irgendwelche VIP. Naja, könnte doch interessant sein. Aber ich merke mir diesen scheiß Skype-Namen sicher nicht jetzt, nur wegen diesen verkackerten VIP-Titel da. Alter Himmel, Maria da. Blöder Wichser heißt, ich liebe die. So. Na. Gut, dann werde ich mir jetzt aber holen, weil das lasse ich sicher nicht auf mir sitzen, da den Wichser da. Deswegen der das schon seine scheiß EBR ständig abballert. Kriege ich hier überhaupt Gelenkschmerzen, wenn ich das sehe. Da vorne ist er eh schon wieder, heißt. Ich mag den nicht. Vor allem, weil ich den Scheißer nicht treffe, heißt. Ballert ihn doch ab, heißt den Wichser. Scheiß Typen, du hast. Kriege ich wirklich Zustände mit dem Wichser. So. Sogar den hole ich mir. Wenn ich ihn irgendwo sehe, dann. Na! Himmel Maria heißt. Schon wieder, hey. Gibt's doch nicht. Scheiß Camper, hey. 5 zu 4, das ist ja nicht wahr. Jetzt wird's wirklich lächerlich dann. Der Sackbauer da heißt nicht rauslässt mit seiner Kackerten. So, YOLO. Gut, so, ich werde den Sack, den Panzer werde ich mir jetzt aber irgendwo holen. Sage ich da. Wenn ich den irgendwo sehe, jetzt noch einmal dann. Was jetzt, er ist überhaupt noch da. Ich weiß also nicht, wo der Wichser wieder hingelaufen ist jetzt. Na, okay, jetzt schon wieder ausschaut, ist er weg. Naja, gut, ist er wurscht. Hab mich jetzt genug heruntergeärgert mit dem Wichser da. Ja, geil. Panzerfahrzeug auch noch, Alter. Wird ja immer geiler da. Da vorne haben wir jetzt den Panzer. Nein! Stirb hast, fuck you, hey! Fuck you, wirklich! So. Ach, Gottes. So, das. Ja, was soll man machen? Ich bin gerade etwas am Verzweifeln, weil ich da die ganze Zeit drauf gehe durch irgendwelche Säcke da. Irgendwie komme ich mal. Jetzt sterbt's einmal alle, es Schweine da hast. Kann es ja wohl nicht sein, dass ich da nicht im Verkack Dings da rauskomme. Das ist nicht normal. So. Da vorne fährt schon wieder so ein Kackpanzer rum. Und genau deswegen mag ich Oman nicht, weil man nirgendwo hinkommt ohne Fahrzeug. Ohne dass man gleich wieder von 50 Leuten abgeballert wird. Und das mag ich einfach nicht an der Map. Deswegen hasse ich das Teil so. So, jetzt werden wir da mal etwas die Karten näher ranfahren. Damit ich da was sehe. Und dann werde ich hoffen, dass ich da nicht abgeballert werde gleich wieder. So, danke fürs Mitnehmen. Das lobe ich mir natürlich wieder, weil dann komme ich da schön über den Dings drüber da. Um, aha, da haben wir eh schon wieder so einen Probe da. Stirb. So. Perfekt. Da scheint. Nein! Hahaha! So. Sackbar. Sicher nicht noch einmal mit mir. Gut, Nolfa, nice. Dankeschön. Aber das nehme ich jetzt nicht als Entschuldigung an, sicher nicht. Na, ah, Himmel, Herrgott, hast du nix nice. Alles ist kacke. So, wenigstens haben wir den B-Bossen eingenommen, bevor ich mich da noch mehr aufreg. Den Wichser hole ich mir aber noch irgendwo. Das werde ich dir versprechen. Wenn ich ihn sehe, dann ballert ich ihn auf jeden Fall ab. Ich will da aber auch nicht zum Campen anfangen jetzt da. Aber ich weiß ja, dass der Sackbauer, sobald ich da nach unten gehe, irgendwo kommen wird. Mit seiner geilen EBR wieder mich abballern wird. Das halte ich auf Dauer. Halten das meine Nerven ehrlich gesagt nicht aus. Ach, das scheiß Panzerfahrzeug fährt mich wieder nieder, da heißt der Wichser. Nein, 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 sicher nicht, heißt. So, perfekt. Damn, ja genau, würde ich auch so sagen. Scheiß EBR heißt der. Okay. So. What? Alter, der Typ heißt, das ist nicht normal, heißt. Naja, gut, Sniper ist natürlich irgendwie verständlich auch. Wenn man es kann mit dem Ding, ich weiß ja nicht, wie. Das Teil ist, ich habe schon länger nicht mehr damit gespielt, muss ich zugeben.
Auf die Entfernung ist es natürlich ein etwas ein Spaß da mit der Waffe. Der Typ mit seiner. Alter, der Typ ist ein Wahnsinn, heißt. Verstehe ich nicht. Wo ist er denn jetzt? Ah, tot, okay. Gut, wenigstens haben wir jetzt die Posten eingenommen. Jetzt brauche ich mich nicht mehr ganz so viel ärgern. Da hinten kommt ein Panzer. Und die Runde. Was? Warum habe ich das nicht getroffen? YOLO. So, naja. Dann machen wir es eben auf diese Weise. Jetzt campen wir da wieder herum. Ich hasse diese Map wirklich über alles. Neben Myanmar ist das der geilste Dreck überhaupt. Oh geil, was haben wir da für einen Spaß? Ah, das ist er schon wieder. Die YOLO-Kuh. So. Wo ist dieser Wichsbur? Den hole ich mir. So wieder. So. Ha! Scheiße hast. Gut. Nein, sicher nicht. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Da hinten, die gehören zu mir. So, was hat er vor jetzt? Ja, genau, vor mich nieder, recht hast du. Sowieso. YOLO. Nein! So. Aber 16-8. Wenigstens sind wir nicht. Wo ist denn dieser Ekinova? 16-8. Besser. Bis. Oh, jawohl. Ich liebe ja diese Helis auch am meisten da in dieser Map. So. Alter. So, aber jetzt. Na! Ha, fuck you, Alter. Wo kommt dieser Typ jedes Mal her? Jedes Mal ist der Wichser irgendwo in meiner Nähe. Versteht es nicht. Ja, genau, in den Heli. Ach so, na, das ist ja wieder der Ola-Profi, heißt der. Irgendwie habe ich so das Gefühl, der Typ verarscht mich etwas. Aber naja. So. Ja, genau, YOLO. Alter, ich liebe euch, heißt Ole. Das scheiß Map erst mit diesen Kack-Panzervorzeigen. Da ist es alles kacke an dieser Map, wirklich. Es ist. Echt scheiße. So. Wo ist dieses scheiß Panzerfahrzeug? Nein! 16-10. So, jetzt wird es schon langsam lächerlich dann. Ja, das ist ein weiterer Grund für mich, diese Map nicht mehr zu spielen. Weil ich diese Map einfach hasse. Es gibt einfach keinen Ausdruck dafür. Da mag ich Dalian sogar noch mehr, bevor ich diesen Ranz noch einmal spiele. Jetzt ist dieses scheiß Panzerfahrzeug noch immer da, hörst. Ballert diesen Wichser doch endlich einmal nieder, heißt. Das gibt's ja doch nicht. Muss ich da schon. Na, Alter! Verstehe ich nicht. Okay. So. Wichser heißt, ich liebe dich. Jetzt sind wir da wieder irgendwo gespawnt. Da nimm meine Munition und friss, schieb sie in den Arsch rein. So, da hinten kommt irgendwen und das ist sicher wieder dieses scheiß EBR-Typ da. Ich weiß es ja ganz genau. Ja, und was habe ich gesagt? Ha, aber dieses Mal habe ich ihn erwischt. Depperten Scheißer, da kann sich schleichen mit seiner Scheißdings. So. Aha, da haben wir ein Panzerfahrzeug, da werde ich vielleicht kurz mitfahren. Oder auch nicht. Ah, Himmel Maria, alles lauter Idioten da in diesem Server herinnen. So. Da hinten sind eh schon wieder Snipers. Ich will da gar nicht hinzu, weil dann weiß ich, dass dieser EBR-Wichser da wieder irgendwo herumschwanzt. So. Wenigstens habe ich noch ein paar Kills gelandet, bevor die Map zu Ende ist. 18-11 ist natürlich jetzt, ja, ist natürlich wieder nicht so geiler Scheiß, aber was soll man machen? Ist leider jetzt so geworden zum Schluss noch. So, da scheint trotzdem alles ruhig zu sein. Verstehe ich zwar jetzt nicht ganz, wo die Typen sind. Ich höre ihn ja da hinten, er ist irgendwo in der Nähe, das ist sackbar. Ich höre ihn ja. Weckt mich überhaupt da, so. Bumschakalacke, genau. Den werde ich gleich einmal umlegen. So, jetzt muss ich nur mal den. Aha. Ja, genau. Scheiß Typ, du. So. Na, sowas regt mich einfach auf, wenn da. Nämlich. Hallo? Wenn ich einfach kein Ziel habe, da unten nichts treffe. Radio 44, das ist natürlich wieder der Oberprofi da. So. Jawohl, genau. So, schleicht euch einmal alle weg da, ihr. Brunzwichser da? Nein! Bumschakalacke. Okay, wurscht. Immerhin 21-12. Ist besser als nichts. Hoffentlich hat es euch gefallen, das. Ja. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen, Oman wieder einmal gesehen zu haben bei mir. Und wir sehen uns hoffentlich auch dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.